Moin Moin, Mahlzeit und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. wir haben heute den 2. November, den ganzen Tag, 19 Grad, für November ganz schön warm. Das heißt also, aufpassen, das ist sehr gefährlich, 19 Grad, man zieht sich dünn an. Aber letztendlich ist es heute Abend, so gegen 22 Uhr, 21 Uhr, arschkalt, 5 Grad, 6 Grad. Und was passiert? Genau. Man erkältet sich. Man kriegt das mit dem Hals, man kriegt das mit der Nase. Weitere Veränderungen schlingen auch darauf, auf den Kopf, Kopfschmerzen und so weiter und so fort. Ich habe welche, muss gleich Tablette nehmen. Ja, Fakt ist aber auch, dass wir Covid-19 die zweite haben. Das heißt also, Statement 3 wollte ich nie machen. Letztendlich nach 5 Monaten ist es doch soweit, dass ich dieses Video drehe. Wer weiß, was morgen ist, was übermorgen ist, was überübermorgen ist, was Freitag ist. Ich weiß es nicht, ihr wisst es nicht. Also, schauen wir mal. Vielleicht ist das ja der letzte Video auf Erden. Mal gucken. nee, glaube ich nicht. Fakt ist eins, wir haben Covid-19 Light. Also Lockdown Light. Völliger Quatsch. Völlig Blödsinn. Weil ich zum Beispiel arbeite mit 14? 15, 16, 17? Mit 17 Kollegen. Mit 17 Kollegen arbeite ich zusammen. Nicht jetzt also 3 Meter entfernt oder so was, oder 2 Meter entfernt, nein, nein. 1,5 Meter entfernt, Meter entfernt, 50 Zentimeter entfernt. Geht gar nicht anders. Weil wir übereinander greifend arbeiten. Also, es kommt, ich nehme und übergebe. Und somit geht es gar nicht anders. Ich muss ja mit meinen Kollegen zusammenarbeiten. Und da ist der große Fehler dabei. Weil es gibt ja auch Covid-19 ohne Symptome. Also ohne Fieber, ohne Heiserkeit oder ohne Halskrasten, ohne schniefende Nase, ohne Durchfall. Hast du nicht gesehen? Es gibt auch welche ohne Symptome. Und da ist ein ganz großer Ding dabei. Meine Meinung? Wenn wir wissen eigentlich, dass wir Covid-19 haben, und wir haben das ja schon seit März, Februar, März, bin ich der Meinung, dass man Schnelltest rausgeben sollte. Es gibt Schnelltest, das habe ich gestern Abend schon so ein bisschen nachgelesen. Und wenn man diese Schnelltest an die Firmen verpflichtet rauszugeben, so dass doch mal jeder Mitarbeiter freiwillig einen Betrag von, sagen wir mal, 10 Euro zahlt. Oder vielleicht so ja durch die Krankenkasse übernommen wird, diese 10 Euro. Dann kann man aber zum Beispiel einmal in der Woche, also montags oder mittwochs, sich mal testen. Freiwillig auf der Arbeit. Jedes Mal, bevor man dann eben halt anfängt zu arbeiten, müsste denn so ein Security-Amt-Mitarbeiter oder wie auch immer sein, der dann diesen Test gibt. Da macht man einen Schnelltest, hat man Covid-19, ab nach Hause, auf den schnellsten Wege. Und hat man keinen Covid-19, darf man arbeiten. Meine Meinung. Natürlich stehe ich mit meiner Meinung nicht alleine da. Also bei mir zumindest auf der Arbeit, wo ich arbeite. Und ich arbeite in einem systemrelevanten Beruf. Ist jeder der Meinung, dass man so einen Schnelltest ranholen müsste, um gerade im systemrelevanten Beruf, um zu gucken, wer hat Covid-19, wer hat kein Covid-19. Ich habe vor... Wow. Vor 3 Wochen? 4 Wochen? 4 Wochen. Nee, vor 6 Wochen war das, genau.
habe ich dann durch Mitarbeiter erfahren, dass bei uns eine Spedition gefahren ist. Name sage ich jetzt nicht. Da waren dann zum Beispiel 10 Mitarbeiter von ein und derselben Spedition gewesen, die Covid-19 hatten. Das ist eine inoffizielle Sache. Wollte keiner offiziell bestätigen. Aber durch interne Quellen hört man das ja sehr schnell. Und Lauffeuer ist ein Scheißdreck dahin. Und somit geht es nicht. Geht gar nicht. Man darf nicht oder man sollte nicht mit Covid-19 arbeiten gehen. Ich habe auch letzte Woche eine Kollegin gehabt, die ist zum Beispiel mit Atembeschwerden arbeiten gekommen. Geht auch nicht. Kann man nicht machen. Ja, die hustet den ganzen Tag, bis du dann nächsten Tag dann zu Hause geblieben hast. So was geht nicht. Funktioniert nicht. Deswegen eben halt diese Schnelltest. Schnelltest, bam, Covid-19, immer in der Woche, auf Montag und dann ist es gut. Also ich hätte jetzt kein Problem damit, auch 10 Euro zu zahlen, weil ich weiß, dass es um meine Gesundheit geht. Um meine Gesundheit. Und um meine Familie Gesundheit. Also die ganzen Familienmitglieder, mit denen ich mich ab und zu mal treffe. Und da ist es so, dass man die ja nicht anstecken möchte. Den einen trifft es weniger, den anderen trifft es mehr. Covid-19 ist ja unberechenbar. Mal ist es schlimmer, mal merkt der eine gar nichts davon. Also muss man das nicht unbedingt in die Welt tragen, so wie andere. Und daher, Schnelltest finde ich schon ganz cool, ist eine coole Sache. Sollte die Bundesregierung dafür plädieren, dass die Firmen alle so weit rauslegen oder rausgeben an die Mitarbeiter oder wie auch immer, oder sich besorgen und dann rausgeben an die Mitarbeiter und dann ist gut. Meine Sache. Eine andere Sache ist natürlich der Lockdown 2, völliger Quatsch. Wie schon zum Anfang gesagt, man arbeitet ja trotzdem mit Kollegen zusammen. Ich meine, 17 Kollegen, das ist jetzt nicht die Welt, klar. Aber so wie die Zahlen zurzeit sind, der eine ist infiziert, steckt 17 weitere an. 17 weitere stecken 34 weitere an und so weiter und so fort. Merkt ihr was? Genau. Meine Meinung ist natürlich eine andere. Ich würde vor 14 Tagen, wenn ich das sagen hätte, ich bin ja nur so ein kleines Licht, ich würde vor 14 Tagen komplett die Wirtschaft auf Null fahren, runterfahren, komplett, alles komplett dicht machen. Wirklich für 14 Tage alles dicht machen, natürlich eine gewisse Vorbereitungszeit muss man haben, 14 Tage sollten, denke mal, reichen. Um Vorbereitung zu treffen, einkaufen zu gehen, weiterhin arbeiten zu gehen, in die 14 Tage, die noch bleiben, einkaufen, Besorgungen machen, Ämter abschließen, alles, was so eben halt noch wichtig ist. Und dann machen wir mal von Mitte November bis Ende November komplett alles schließen. Auf Null. Weil es geht nicht. Die öffentlichen, die Busse, die Regionalzüge, Deutsche Bahn, OVG, Bahnima, ODEC, hast du nicht gesehen, sind alle überfüllt. Dreimal am Tag. Weil die Schule wieder in Gange ist, seit einer Woche, und somit ist das komplett überfüllt. Jeden Tag, dreimal am Tag. Naja, hallo, ist da logisch. Und die ganzen Bakterien, die man an den Händen hat, die bleiben an die Haltestangen haften. Das heißt, man müsste jetzt rein theoretisch, so ein Ding hier mitnehmen, Handdesinfektion und sich jedes Mal, bevor man so eine Stange anfasst oder danach oder wie auch immer, die Scheiße sich einkriegt. Aber wer macht das? Keiner. Weil alle überfordert sind mit der Maske. Und deswegen, bam, alles dicht machen für 14 Tage. Die ganzen Fahrzeuge können alle im Depot bleiben, können alle mal grundgereinigt werden. Die Sitze,
die Haltestangen, die Fenster hast du nicht gesehen. Und die Leute können alle zu Hause bleiben und sich ausruhen. Und warum ist das so? Weil das so ist. natürlich hört sich scheiße an. Klar, viel Wirtschaft auf jeden Fall. Aber wo man kein Geld ausgeben kann, kann man kein Geld verlieren. Das heißt, wer zu Hause bleibt, kann kein Geld ausgeben. Ja, logische Sache. Und dann kann auch kein Geld verlieren. Und die Gastrobetriebe müssen nicht auf die Straße gehen. Da ist keiner benachteiligt. Es ist alles auf Null gefahren. Alle haben dasselbe Problem. Alle müssen zu Hause bleiben, weil alles zu ist. Und nur die wichtigsten Sachen unterwegs sind. THW, Feuerwehr, Bundeswehr, MP, Polizei und für Notfälle Krankenwagen oder Notarzt. Und nur solche. Und die Straßen werden leer gefegt. Es würde keinen Unfall mehr geben. Die Rettungssanitäter könnten sich denn auf die ganzen alten Leutchen konzentrieren, die irgendwelche Probleme haben, wenn sie zu Hause sind oder sowas. Keiner müsste mal einkaufen gehen, weil sie alle zu Hause haben. Natürlich, für die Lien wäre das erstmal für 14 Tage Stress, natürlich. Aber danach können sie sich 14 Tage ausruhen. Ganz in Ruhe. Aber das ist meine Meinung. Wie seht ihr das? Habt ihr dieselbe Meinung? Wäre das sinnvoll, das so zu machen? Da unten. Reinhauen. In die Kommentare. Ihr wisst ja wo. Lasst mich mal eure Meinung dazu wissen. Und vielleicht können wir ja mal in die Kommentare ein bisschen darüber diskutieren. Ich weiß, dass das ein bescheuertes Thema ist, ein doofes Thema ist. Aber ich find's nur so sinnvoll. 15 Tage komplett alles dicht machen, Wirtschaft komplett runterfahren, keiner ist mehr auf der Straße, keiner muss mehr irgendwo hinfahren, die Züge können alle im Depot bleiben, die Busse können einfach alle im Depot bleiben, es muss keiner mehr zur Arbeit gehen für 14 Tage und alles wäre schick schön. Und der 14 Tage wäre der Lockdown vorbei. Danach könnten wir uns wieder alle ohne Maske begegnen und alle wären wieder happy und froh. Wir könnten Nikolaus feiern, wir könnten Weihnachten feiern. Wir könnten die Weihnachtsfeier auch schön verbringen im Familienkreis. Wir könnten Silvester feiern. Und alles wäre im neuen Jahr so, als ob nie irgendwas gewesen wäre. Also in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht das Beste draus. Und ihr wisst ja, da unten Kommentare mal ein bisschen schreiben, wer möchte. Über ein Like würde ich mich natürlich freuen, über ein Abo genauso. Ihr wisst ja, alles muss, nichts kann. Und dann werde ich geil, wa? Juti, euer Bernd. Bis dann.